Hallo, guten Morgen. Ich habe gerade meine Haare gewaschen und ich war baden im Fluss hier. Und jetzt fahre ich zu McDonald's, weil meine Blue Eddy leer ist. Und natürlich fahre ich da nach Österreich rüber. Das ist jetzt 17 Minuten von hier. Und in der Nähe von McDonald's gibt es eine Ladesäule, was sehr, sehr praktisch ist natürlich. Weil dann lasse ich das Auto da zum Laden stehen und dann gehe ich zu McDonald's und lade meine Blue Eddy. Natürlich muss ich die dann dahin schleppen, aber was soll's. Und ja, wahrscheinlich werde ich da meine 10 Franken des Tages los. Es ist sowieso Sonntag, also ja, was soll ich sonst schon kaufen? Und dann weiß ich noch nicht, ob ich wieder hierher zurückkomme oder einfach zum nächsten Ort aufbreche. Mal gucken. Das ist ja furchtbar. Dieser McDonald's hat überhaupt keine Steckdosen. Also nicht, dass hier alle Steckdosen besetzt werden, sondern der hat überhaupt keine. Habe ich noch nie gehört. So, jetzt habe ich mir einen anderen McDonald's rausgesucht. Halbe Stunde zu fahren, 19 Kilometer. In der Schweiz. Mal schauen. Hoffentlich hat der eine Steckdose. Muss ja irgendwo her Strom bekommen. Das war so nicht geplant. FL generell 50, 80. Ich bin versehentlich nach Liechtenstein gefahren, auf dem Weg zu dem nächsten McDonald's. Aber Liechtenstein ist ja nicht sehr groß. Also ich war mal mit 10 Jahren oder so mit meinem Papa hier und war in Vaduz bei dieser Burg. Und da sind hübsche kleine Schäfchen oder Ziegen, nein, Schäfchen, Berge, eigentlich wie die Schweiz, nur ein extra Land und ich habe keine Ahnung wieso, aber ich bin sicher gleich wieder draußen und nichts Besonderes, der Zollbeamte war am Ratschen mit irgendjemandem und ja, gut, weiter geht's. Also geradeaus geht's nach Vaduz und da muss ich jetzt auch hin. Da hinten Berge mit Schnee. In 200 meters, at the roundabout, take the first exit. So, dann gucken wir mal. Kabel ist da dran. Wo kann man jetzt? Na, vielleicht. Ja. Was ist denn das für einer eigentlich? CCC. Kann man irgendwas hier machen? AC?
Und das ist Arzt hier. Willkommen, Stecker einstecken. Das ist doch der, oder? Willkommen, Verbindung okay, Start, Telefon oder Karte. Karte vor das Lesegerät. Wo ist das Lesegerät? Das hier oder das hier. Überprüfung. Sie sind berechtigt, den Ladevorgang zu starten. Klingt gut. Ein Knacksen. Okay. Meines Autos mit Zug. Ich war gerade drin und ich habe ganz vergessen, ich bin in der Schweiz. Ich brauche einen Adapter. Jetzt muss ich noch mal zum Auto und meinen Adapter suchen. Wo ist der? Keine Ahnung. Ich habe so einen Würfel. Ich weiß schon mal, wo er nicht ist. Ein Schloss. Wein? Mächtige über 3000er, schätze ich. Gleich da. Ich kann nicht fassen, dass an einem Sonntag hier so wenig los ist. Irre. Gefahren. Wenn ihr wissen wollt, welcher See das war, könnt ihr auch in meinen Wanderführer schauen. Oktober 2023 in Österreich, Schweiz, Allgäu und Italien. Hier. Fußgängerzone. In manchen Fußgängerzonen darf man nämlich irgendwie, also Spielstraßen, darf man 20 fahren. Nicht so wie bei uns, dann Schritt. So. Das da oben ist eine Spinnerei und ein Kraftwerk. Interessant. Da ist voll die krasse Bahn nach oben. Also man sieht die Bahn nicht, aber so ein Aufzug. So, und ich muss jetzt so eine Serpentinenstraße fahren. Ja, das ist die Aussicht. Die ist wahrscheinlich oben noch besser. Haarnadelkurve. Oh, da ist schon der Wasserfall. Also hier ist es sehr ruhig, glaube ich. Schauen wir mal. Da ist er, da ist ein Wasserfall. Schön. Ja. Am liebsten würde ich gleich hier stehen bleiben. Dann würde ich mir 7 Minuten sparen oder 4,6 Kilometer. Ui, das sind noch viel mehr. Das ist da.
da. Wahnsinn! Das ist genau das, was ich wollte. Deswegen wollte ich in die Schweiz. Schön. Unglaublich. Ich stehe direkt am Fluss, am Bach, am Gebirgsbach, am Badebach. Herrlich. Berge, Gebirgsbach, Ruhe, Parkplatz. Bin begeistert. Begeistert. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Oh, ist das herrlich. Ich werde gar nicht fertig damit. Oh, ist das schön. Ach, ist das schön. Der Mann gehört mit zur Herde, der muss auch abgeholt werden. Jetzt muss er aufpassen, dass keine Kuh davon rennt, dass die alle abbiegen. Ah, da unten sind auch noch welche. So, jetzt muss ich meine Wollbox rausholen. Na, erstmal aufmachen. Ob das auch wirklich gescheit drin ist. Ich denke ja, bewegt sich nicht. Mal jetzt da oben anstecken. Und schauen wir mal, ob der grün wird. Müsste eigentlich sofort grün werden, oder? Jetzt ist noch nicht grün. So reinstecken, ohne dass man das runter macht, oder? Jetzt ist er grün. Vielleicht hätte es ja auf dem Campingplatz doch funktioniert, wenn ich das ganz reingeschoben hätte. Genau. Mich erinnert es an Valle Fazasca und Valle Maccia in Tessin. Oh. Ich weiß gar nicht, ob man in Valle Maccia und Valle Fazasca überhaupt übernachten darf. Da ist bestimmt in jedem Dörflein Camping verboten.
Es war ganz schön schwierig, da runterzukommen. Da müsste meine Ziege sein. Auf der anderen Seite ist die Kuhweide und da ist aber auch Steilhang. Und das ist zu gefährlich. Meistens schön. Yeah.